Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser sehr umfangreichen Senatsantwort stecken einige sehr ernste Fragen, was die Zukunft der maritimen Wirtschaft im Lande Bremen betrifft. Insgesamt wächst der Seehandel langsamer, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und die Anteile der Bremer Häfen am Umschlag der Nord Range sinken. Interessant ist dabei auch, wenn man den gesamten Containerumschlag der Nord Range zusammenrechnet, dann ist von 2008 bis 2019 um etwa 15% gewachsen. Das ist ein eher bescheidenes Wachstum, wenn man es vor dem Hintergrund der weltweiten Entwicklung sieht. Hier schlagen sich Verschiebungen in der weltweiten Handelsströme auf See nieder, die wir kaum beeinflussen können. Die größten Wachstumsraten gibt es in Asien, in den Schwellenländern wie China, Indien, Indonesien. Dass chinesische Staatsunternehmen in Häfen wie Piräus und Barcelona eingestiegen sind, dass es eine direkte Güterverbindung von China nach Duisburg gibt und damit nach Rotterdam, das sind Anzeichen dieser Verschiebung. Für die deutschen Seehäfen und für die maritime Wirtschaft insgesamt heißt das Spezialisierung, Hochtechnologieausrichtung, aber auch Ökologisierung werden immer wichtiger. Eine Ausrichtung auf reines Mengenwachstum wird nicht erfolgreich sein. Es kommt nicht nur darauf an, wie hoch der Anteil an einem Umschlag in der maritimen Wirtschaft ist, sondern welcher Anteil das zukünftig ist. An dieser Stelle bietet die Verbindung von Seehäfen, maritimen Unternehmen und maritimer Wissenschaft noch viel Potenzial in Bremen und Bremerhaven. Nachhaltige Antriebsarten, aber auch nachhaltiger Schiffsbau sind Bereiche, in denen ein zukünftiges maritimes Know-how gefragt ist. Häfen sind natürlich ein wichtiger Teil der maritimen Wirtschaft, aber sie sind nicht der einzige. Nach Beschäftigung und Wertschöpfung entwickelt sich der Bereich Logistik stark, auch unabhängig von der Seehafenlogistik. Wasserstofftechnologie mit ihren notwendigen Anbindungen an regenerativen Energie wie der Offshore-Windkraft ist ein maritimer Zukunftsbereich, der erstmal nichts unmittelbar mit Schiffen und Hafenumschlag zu tun hat. Aber solche Bereiche sind von hoher Bedeutung für die Zukunft der maritimen Wirtschaft, gerade weil es hier Standortvorteile gibt, die von den Schwankungen globaler Handelsketten unabhängig sind. Der Hinweis auf die vielen Automatisierungsinitiativen ist wichtig. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, dass Häfen selbst heute weniger Beschäftigung erzeugen als früher. Schon jetzt gibt es ein gewisses Missverhältnis zwischen Wertschöpfung und Beschäftigung. Denn eins ist klar, die großen öffentlichen Investitionen, die in der maritimen Wirtschaft immer gefordert sind, lassen sich letzten Endes nur über die Beschäftigungseffekte rechtfertigen. Das gilt auch für die Verteilung von öffentlichen Investitionen innerhalb der maritimen Wirtschaft. Ein Bereich, in dem das überdeutlich ist, sind die Schiffe selbst. Deutschland ist immer noch führend, wenn es um den Eigentümeranteil an weltweiten Schiffsflotten geht. Die offizielle deutsche Flotte, die auch unter deutscher Flagge fährt, ist demgegenüber sehr klein. Das ist ein Ärgernis, denn es bedeutet, auf diesen ausgeflaggten Schiffen gelten keine deutschen Tarifverträge und keine deutschen Arbeitsschutzstandards. Das maritime Bündnis hatte eigentlich die Erwartung, dass die Reeder mehr Schiffe zurückflaggen. Im Gegenzug zu den hohen Subventionen, die in der Antwort erwähnt sind. Wenn es heißt, die Zahl der Schiffe unter deutscher Flagge habe sich stabilisiert, dann ist das eine höfliche Umschreibung dafür, es hat nicht geklappt. Das Versprechen, wieder Schiffe zurückzuflaggen, ist nicht eingehalten worden. Daher kann man diese Vereinbarung nicht einfach verlängern. Mit Appellen und freiwilligen Vereinbarungen scheint es hier nicht zu reichen. Es ist immer wieder erstaunlich, und das gilt nicht nur für Bremen, dass nähere Studien zur maritimen Wirtschaft und ihren Beschäftigungseffekten nicht gerade frisch sind. Der Senat bezieht sich auf die Potenzialstudie von 2005. Da ist ja viel passiert inzwischen. Für eine sozial-ökologische Wachstumsstrategie in der maritimen Wirtschaft wird man daher an verschiedenen Punkten auch neue Daten brauchen. Die Zukunft der maritimen Wirtschaft können wir nur qualitativ entwickeln. Ein einfaches Höher, Schneller, Weiter wird auf Dauer so nicht zu funktionieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.